Ahoi, meine lieben Freunde der Nacht, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Wir müssen noch ein paar Peons erledigen hier. Ich hatte mich ja im letzten Part ein bisschen über die ganzen Reseller aufgeregt, hatte ich gerade schon. War das erste, woran ich irgendwie denken musste, als ich diese Peons gesehen habe. Fragt mich nicht warum. Vielleicht ist es an dieser Stelle nochmal angebracht zu sagen, shit. Fast hätte ich das F-Wort gesagt. Ja, das nimmt man mal ein wenig überschätzt. Naja, never mind. Vielleicht sollte ich nochmal an dieser Stelle anmerken, dass ich das nicht verwerflich finde, wenn man Sachen günstig einkauft und wieder verkauft. Ich meine, das ist ja letztlich eine normale Geschäftsidee. Darauf bauen ja auch viele Firmen auf. Import, Export und so weiter. Nahrungsmittel günstig in Deutschland, teuer in Italien, Autos beziehungsweise günstig in Italien, teuer in Deutschland. So Schwerpunkte und Import-Export, Parallelimporte, um damit entsprechend irgendwie Geld verdienen zu können. Das ist ja alles nichts Neues. Warum sollte es das nicht im kleinen Maßstab auch irgendwie bei eBay, bei Games, etc. geben? Meine Kritik, beziehungsweise mein Kommentar ging eher an die Leute, die sich irgendwie das schnelle Geld erhoffen. Ja, und dann letztlich diesen Reseller auch immer wieder in die Karten spielen, indem die dann einfach das Geld aufkaufen. Ich meine, es passiert ja relativ leicht, dass man denkt, oh ja, ich kaufe mir irgendwie so ein Lego-Set, das war ja das Beispiel, was wir genannt hatten, und verkauft das in 5 Monaten für das Dreifache. Ja, aber das Ding ist halt, gerade bei solchen Wertanlagen wie Lego, ich finde mich immer so ein bisschen doof, wenn ich das als Wertanlage bezeichne, aber es ist letztlich eine Wertanlage, wenn man es richtig macht. Das dauert 5, 6, 7 Jahre. Und das heißt, das Geld, was du an dieser Stelle investierst, das musst du übrig haben. Das musst du übrig haben, du musst bereit sein, beziehungsweise dir muss klar sein, dass du dieses Geld, dass du auf dieses Geld, wenn du es denn investierst, die nächsten 5, 6 Jahre keinen Zugriff hast. Ja, das ist letztlich genauso, wie wenn du das Geld irgendwie anlegen würdest. Fest anlegen, um dann irgendwie von den Zinsen zu leben. Und dass es ja heutzutage keine Zinsen mehr gibt. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ja, dann kannst du auch nicht einfach schnell wieder das Geld wegnehmen, sondern das Geld ist dann fest angelegt und arbeitet. Und so arbeitet dann auch entsprechend so ein Lego-Set. Aber wenn du dann, keine Ahnung, du hast ein Vermögen von 1000 Euro und bist auf diese 1000 Euro, diese 1000 Euro, das ist auch Geld, was du für, zum Leben brauchst. Ist dein, im schlimmsten Fall ist es dein Nahrungsmittelgeld oder dein Mietgeld, und das investierst du dann in solche Aktionen und dann plötzlich fehlt es dir. Dann bist du dazu gezwungen, irgendwie das Investment abzuschieben und im Zweifel zu einem absoluten Dumpingpreis. Und dann schlagen natürlich dann wieder die Leute zu, die sich denken, gut, der haut das jetzt runter, ich kauf's ein und verkauf's dann wirklich erst in 5 Jahren. Und die verdienen dann halt immer noch ein bisschen was. Also das ist halt, das unterschätzen dann, glaube ich, auch viele Leute. Also deswegen, für mich wär das alles auch einfach nichts. Ja, man muss auch überlegen, wenn du jetzt irgendwie so wirklich im großen Stil irgendwie Lego einkaufst oder so, musst du natürlich auch irgendwie lagern, ne? Also das ist, du brauchst eine Lagerstätte und die kostet im Zweifel auch Geld. Ich meine, du kannst dein altes Kinderzimmer nehmen bei deinen Eltern, dann freuen sie sich. Aber irgendwann ist das dann auch voll. Und wir reden dann ja auch im großen, von solchen Resales im großen Stil, wenn du davon dann irgendwann auch mal deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest. Aber ja, letztlich war das eigentliche Problem, worauf ich hinaus wollte, dass es einfach doof ist für so casual Flohmarktgänger, die finden halt nichts mehr. Ja, also du hast keine Chance, irgendwie einen Schnapper mehr zu machen, gerade so, wenn es auch so irgendwie in die Gameboy-Spiele Richtung geht, Pokémon, alte Pokémon-Edition. Ich hatte das Beispiel genannt, vor Jahren hatte ich mal alte Pokémon-Spiele auf dem Flohmarkt hier bei uns in der Stadt, beziehungsweise in der Stadt, wo mein Elternhaus ist. Dort hatte ich mal welche gefunden, 10, 11 Jahre her, lass es so lange her sein, und seitdem, ja, nie wieder. Also, gut.
ab und zu gehe ich doch schon mal auf den Flohmarkt. Ich bin jetzt kein regelmäßiger Flohmarktgänger, aber so ab und zu, aber findest du nichts mehr. Na gut, der Moment der Wahrheit. Das Öl ist endlich für einen ersten Test bereit. Es scheint dickflüssig genug zu sein, um als hochwertiges Waffenöl zu dienen. Der einzige Weg, dies herauszufinden, ist ein Profi zu fragen. Seht ihr Greg da drüben bei den Fahndungsanschlägen? Ich weiß, er ist nicht gerade ein Poet, aber mit Waffen kennt sich der Ork aus. Bringt ihm eine Probe des Öls und bittet ihn, es an seiner Waffe auszuprobieren. Wenn er das getan hat, berichtet mir von seiner Meinung. Na gut, Greg, hier. Greg, probiert bitte dieses neue Waffenöl aus, das Rakoria hergestellt hat. Greg, probieren. Bin mal gespannt. Dieses Öl nicht gut für Greg. Sieht Greg aus wie ihr? Schwächling in Robe? Nicht gut. Seid gegrüßt. Hervorragendes Mana. Hervorragendes Manaöl. Zauberöl. Scrap. Also durfte ich es behalten. Das sind jetzt hier wirklich ein Haufen an Quests. Stellt euch mal vor, wir würden hier Erfahrungspunkte bekommen. Meine Güte. Wie viele Level wir hier aufsteigen würden. Torgos. Ich will Torgos, den König der Knochenpeitscher, tot sehen. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich beim Rase-Versteck am westlichen Ende der Wüste auf Jagd. Als ich beim Raseversteck am westlichen Ende der Wüste auf Jagd war, fiel dieses Tier mich an. Morg tippt seine Augenklappe an. Er hat mir ein Auge genommen und nun will ich sein Leben dafür. Bringt mir eine seiner Schwanzfedern als Beweis und ich werde euch gebührlich belohnen. Ihr werdet den Leichnam seines Weibchens Trachela brauchen, um ihn hervorzulocken, da er Todesangst vor der alten Vogelscheuche der Arakor hat, die als Torgos Fluch bekannt ist. Ihr findet sie beim Aas-Hügel im Norden der Wüste. Sonnenhaine sein. Auch noch eine Folgequest. Patriarch Eisenkiefer, ihr habt gute Arbeit beim Sammeln der ersten Pelze geleistet. Das letzte Stück der Gewandung erfordert einen ganz besonderen Pelz. Es gibt einen bestimmten Wolf, der alt und gerissen ist und sich dadurch den Rang des Patriarchen unter den Wölfen des Waldes verdient hat. Er ist unter ihnen als Eisenkiefer, der mächtige Jäger, bekannt. In meinen Visionen habe ich ihn im Nordosten der Wälder umherstreifen sehen. Sein Pelz in meiner Gewandung wird sicher den Pfad des Wolfgeistes erhellen. Beklagt Eisenkiefer nicht. Er wird ihm die gebührende Ehre erhalten. Warte mal, Feuer des Gettys? Ich hab hier keine Daily. Keine Ahnung, was das für eine Daily sein soll. Na komm, ich hol mir eben erstmal Eisenkiefer-Spells. Für mich sind übrigens, ich werde jetzt wieder die Zeit zum Quatschen nutzen. Für mich sind so alte, also ich habe so, wenn ich auf Flohmärkte gehe, um es mal von vorne anzufangen, so zwei Sachen, nach denen ich Ausschau halte. Das eine sind so alte Comics, die mich interessieren. So, vielleicht so in die Richtung lustige Taschenbücher oder so richtig schöne mit Einband. Ja, die finde ich durchaus interessant. Jetzt nicht irgendwelche zerfledderten alten, so Klolektüre, ja, sowas nicht, sondern wirklich solche, wirklich mit einem schönen Cover oder so gut erhalten, am besten noch ein bisschen älter. Da habe ich eine Schwäche für, die finde ich toll. Wenn ich sowas finde auf dem Flohmarkt, dann erwischt es mich immer, dass ich mich in meine Kindheit zurückversetzt fühle und dann muss ich da zuschlagen. Ansonsten sind es wirklich Gameboy-Spiele. Und da eigentlich auch hauptsächlich Pokémon. Und bei mir sind so die Pokémon-Editionen, mit denen ich so groß geworden bin, sind nicht so die ersten, also nicht Pokémon Gelb, Blau, Rot. Hab ich was vergessen? Ich glaube nicht. Grün gab's auch mal, ne? Aber das war für uns ich glaube, das gab es nur in der Asia-Version.
Also das ist nicht die erste Generation, sondern für mich ist es primär Silber, ja, Silber, Gold, Kristall. Diese Editionen sind es eher gewesen, die mich in meiner Kindheit geprägt haben. Und dann halt noch später Feuerrot, Blattgrün, Rubin, Saphir, Smaragd. Und die sind schwierig zu bekommen. Die sind wirklich schwierig zu bekommen. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn man diese Version in der OVP haben möchte, am besten wirklich noch versiegelt oder so, es ist nicht zahlbar. Nicht zahlbar. Also da kann man sich auch eine Wertanlage anschaffen, wenn man diese Spiele irgendwo findet. Ich weiß nicht, wo das war. Ich habe ja irgendwann ein YouTube-Video gesehen von so aus so einem Flohmarktgänger. Ich habe ja gesagt, die Videos mag ich eigentlich ganz gerne. Ich finde nur nicht diesen Reselling-Gedanken so cool, weil es irgendwie den Leuten, die da nur casual hingehen, irgendwie ja so die Freude nimmt. Aber gut, man kann es ihnen ja nicht verbieten. Auf jeden Fall, einen davon habe ich gesehen, der hat irgendwie... Der war irgendwo in einem Laden, um sich irgendwie Zigaretten zu holen. Also ohne irgendwie mit Hintergedanken irgendwie einen Schnapper zu machen oder so. Und hat er gesehen, dass es dort irgendwie einen Sell gab, irgendwie einen Verkauf von alten Spielen und so, hinten im Lager, wurde nicht ausgeschildert, sondern er hat einfach sich durchgefragt und da hat er dann unter anderem auch so eine Pokémon Rubin-Edition verpackt in UVP und versiegelt gefunden und er hat dafür 2 Euro gezahlt. Ja, er hat einen Stapel Spiele mitgenommen, aber das war so der Knaller für 2 Euro. Für 2 Euro. Ja. Preis 300 Euro, 400 Euro, wenn du es bei eBay verkaufst, also... Und das ist halt auch ein Reseller gewesen, wieder. Der ist dann wahrscheinlich teuer bei eBay verscherbelt. Ich hätte es mir in eine Acrylbox getan und mir ins Regal gestellt. Ich sag's euch, wie es ist. Also, sowas findest du nicht nochmal. Das ist so ein Nerd-Sechser im Lotto, wenn man möchte. Wie ging das denn jetzt hier? Trachela, wo ist Trachela? Beim Arsigel im Norden der Wüste. Also hier irgendwo. Musikschleife ist an, warum ich momentan auch immer keine Musik habe. Doch jetzt. So, was ist der Arsigel? Das muss doch der da sein, oder? Ja, da ist sie. Ich muss näher ran. Warum sind die denn nicht zusammen? Wenn schon sein Weibchen ist. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum Torgos solche Angst vor den Arakoa hat. Ich meine, klar, deswegen kommt er nicht runter. Da muss man ihn jetzt erstmal provozieren, aber so im Endeffekt... So ein mächtiger Vogel hat Angst vor irgendwelchen Raben. Muss man nicht verstehen, glaube ich.
Einfach hier platzieren, ne? Ich kann das nicht. Da hinten. Das ist Taubes Fluch. Mache ich entweder weniger Schaden oder ich weiß es nicht. Also ich habe gerade das Gefühl, ich bin echt am Schwächeln. Ist auch falsch angezeigt. Hier, guck mal, hier müsste der Kreis sein. Not amused, wäre ich auch nicht. Jetzt kommt auch noch ein anderer Kerl an hier. Scheiß Arakoa, ey. So. Na gut. Liebe Leute, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und da ist Torghast schon wieder da. Er braucht nicht lange zum Respawn. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter hier mit WoW Retail Version. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.